herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, heute ist wieder ein schöner Tag. Ich habe hier ein Signatory Vintage Kleinlich stehen. Liebe Grüße an Berthold. Ich freue mich nicht nur, weil es ein Kleinlich ist von Signatory Vintage mit 23 Jährchen, sondern ich freue mich auch, weil ich tatsächlich weiß, wie er ist. Denn ich konnte es nicht lassen und habe schon vorher genascht. Ja, Berthold hat mir wieder die Flasche zugeschickt mit einem kleinen Rest zum Probieren. In dem typischen Signatory Vintage Decanter. Also nochmal zur Flasche hier. Kleinlich 1995, 23 Jährchen. Destilliert am 26.09.1995, abgefüllt 5.12.2018. Eine Reifung in einem Refill Sherry Bud. Fassnummer 8674 Part. Flaschennummer 264 von 266. Ja, ihr merkt schon, 266 Flaschen nur aus dem Sherry Bud, steht aber auch Part drauf. 54,5 Volumenprozent der Fassstärke. Und zwar ein Teil vom Fass ging halt an Kirschwhisky und ein Teil vom Fass ging an Weinrieger. Habe ich mir so sagen lassen. Deswegen steht hier auch Part und den anderen Part halt Weinrieger Kirschwhisky bekommen, wurde aufgeteilt. So meine Info dazu. Kleinlich gehört dem Diageo-Konzern, liegt in den Highlands 1967 ins Leben gerufen, die Brennerei, und haben wenig Originalabfüllung. Also ein Klassiker ist ja der 14-Jährige, ein schöner Malt und der Rest geht halt in die Blendindustrie. Fassstärke, Single Cask, kein Farbstoff, keine Kältefiltration. Ausgabepreis hier waren 160 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt ja mittlerweile auch Nachfolgeabfüllungen. Ich glaube, sind das auch 95er Jahrgänge? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Keine Ahnung. Ja. Ehemalig wurde ja auch Brora unter dem Namen Kleinlich gegründet, bin ich der Meinung. Irgendwie so bei dem. So. Ja, Berthold, wenn du mir solche Sachen zuschickst, da kann ich nicht einfach warten. Da muss ich vorher schon ein bisschen schnuppern und naschen. Da, das guckt mich an und dann kann ich nicht anders. Ei, ist das eine schöne Farbe. Ganz schöner, satter, hellbräunlicher Ton. Ja, und Bora soll, glaube ich, dieses Jahr wieder aufmachen, ne? Dieses Jahr, nächstes Jahr? Oder haben sie schon aufgemacht? Keine Ahnung. 83 stillgelegt. Preise erreichen ja auch astronomische Höhen für die Bora-Abfüllung. Ich habe mir Wasser bereitgestellt. Ich habe ihn ohne Wasser verkostet. Geht wunderbar. Mal gucken, vielleicht gebe ich ihm diesmal 2, 3 Tröpfchen. Bora wurde, glaube ich, ursprünglich unter Kleinlich gegründet, bin ich der Meinung. So war das. Erstmalig. Irgendwie so ist der Stand der Dinge. Tja. Wo sind die 54,5 Volumenprozente? Und das ist das Schöne hier. Du hast einen alten Whisky mit 23 Jahren. Es ist ein Refill Sherry Bud. Und es erschlägt eigentlich. Ne? Das ist so ausharmoniert, ausbalanciert, dieser Sherry. Wenn der First Fill irgendwie so ein uraltes... das wäre zu doll, das wäre schon Couvreur-mäßig. Das wäre ein ganz anderes Trinken als das, was man jetzt kriegt. Man will ja so ein bisschen was Gesetztes, ein bisschen was in die Fresse, aber nicht zu glatt gebügelt einfach. Honig, Tannenzapfen. So, wenn du im Wald bist, Nadelholz, Tannenzapfen ein bisschen. Mir fliegt so ein Schwall an Thymian entgegen, Kräuter und ein Hauch Menthol. Nüsse, ja.
Bertolt, also sowas trinke ich gerne. Da muss ich sagen, hast du Geschmack. Doch. Ist auch total an mir vorbeigegangen, die Abfüllung. Ich glaube, ich habe die Abfüllung danach gesehen, aber irgendwie nie mich zum Kauf bewegen können. Und sowas freue ich mich natürlich, wenn ich sowas mal von Bertolt bekomme zum Probieren. Ja, der ist irgendwie geil gesetzt, fest, aber irgendwie merkt man schon, da gibt es was auf die Fresse gleich. Zum Wohl, Bertolt, score! Herrlich. Explosion im Mund an Aromen. Ölig, nussig. Und jetzt hat er auf Zunge eine ganz leichte Schwefelnote. Erinnert so an frisch angezündetes Streichholz. Begleitet von dieser Sherry-Süße. Zarte Kräuternote wieder. Lang im Abgang. Speichelfluss anregend. Und das wird vielleicht einigen nicht gefallen. Nicht jeder ist so dieser Fan von diesem ganz leichten, schwefeligen Geschmack. In der Nase habe ich ihn jetzt eher weniger. Ne, habe ich nicht. Aber auf der Zunge spürt man ihn schon. Und ich liebe ja Streichholz, ne? Benzin, Streichholz, Diesel. Oh, riecht geil, kann ich mich reinlegen. Ich habe leider noch keinen Whisky gehabt, der nach Diesel riecht. Wäre mal was. Lang, cremig im Abgang. Er ist immer noch da und man hat zum Schluss so ein bisschen Orangenschale. Ganz zarte Bitternote hinten raus. Wir geben ihm jetzt mal ein Tröpfchen Wasser, ganz, ganz minimal, weil ich finde, er braucht kein Wasser. Aber nur mal aus Experimentierfreudigkeit. Tut sich jetzt nicht viel. Die Nüsse kommen ein bisschen weiter vor. Boah. Wirkt jetzt mit diesen zwei, drei Tropfen Wasser noch süßer, noch geschmeidiger. Etwas salzig. Oh, das ist ein Träumchen. Ich glaube, ich habe Whisky Base. Und der Link von Whisky Base ist ja immer unten in der Infobox, wisst ihr ja. Hat er, glaube ich, auch fast an die 90 Punkte bekommen. Ne? Ich finde zu Recht. Müsste ich ihm Punkte geben, würde ich ihm auch 90, 91 geben. Oh, ein Träumchen. Mann, Mann, Mann. Und er hält sich. Man hat diese Orangenschale im Abgang und so ein leichtes Prickeln. So ein Brausepulver, wisst ihr? Oder Orangenbrause. Und dieser ganz leichte Schwefel. Oh, dieser Streichholzrauch. Hammerteil. Mmh. Also, wenn die Abfüllung danach 2019, 2020 jetzt oder was da jetzt gerade auf dem Markt ist, genauso gut sind, kauft sie. Ich weiß, da kam irgendwas, kostet jetzt aber wohl schon 200 Euro. Ich hänge mich jetzt einfach an den ran, den für 160 Euro kaufen. Absolut geil. Absolut gut investiertes Geld. Fassstärke. Volle Fracht an Aromen, komplex,
trifft einfach mein Geschmacksprofil. Hammerteil. Hammerteil. Wenn das nicht irgendwie so... Ich will ja immer 2020er Whiskys reinbringen, die besten Whiskys. Aber der könnte da jetzt schon gut mitspielen, die fünf besten Whiskys 2020. Also, was ich bisher hatte dieses Jahr, ist der vorne mit dabei. Definitiv. Grandioses Teil. Ja, Berthold, ich verneige mich. Danke für diese schöne Abfüllung, dass ich ihn probieren durfte. Jetzt muss ich natürlich mal Ausschau halten oder tut ihr es auch mal, wenn die neuen Abfüllungen davon auf den Markt kommen, die hoffentlich ähnlich gut sind und sein werden. Okay, dann freue ich mich auf eure Kommentare. Und was, worauf ich mal richtig Lust habe, ist schon so ewig her. Ich muss mir irgendwann mal den Kleinisch 14 Jahre die Standardabfüllung kaufen. Hatte ich schon lange nicht mehr. Das wäre mal wieder interessant. War eins meiner ersten Videos, müsst ihr mal gucken. Da war ich noch ganz jung. Kommt alles vom Whisky trinken hier, die grauen Haare. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.